glaubt es kaum, da haben sich die Brandenburger doch tatsächlich von ihren Stühlen erhoben und schunkeln mit, angefeuert von den drei heißen Italienerinnen, Mara, Giorgia und Stefania, das Trio Appassionante. Denen gelang etwas, was bei Melodien zur Weihnacht bisher noch gar keinem gelungen ist. Sie rissen die Besucher mit und feierten mit den Menschen im vollbesetzten Pauli-Kloster ein tolles Weihnachtsfest. Sie zogen das ganze Register internationaler Weihnachtssongs. I'm dreaming of a white Christmas oder We wish you a Merry Christmas, Jingle Bells, Feliz Navidad. Alles war dabei, was die Herzen der Besucher erfreute. Vor 10 Jahren haben sie sich gefunden und das Trio in Rom gegründet. Was sie machen, ist so einzigartig. Yeah. It's a mix of music, it's crossover. Pop and opera music. Doch die drei sexy Grazien, die mit ihren tollen Roben ein fantastisches Bühnenbild lieferten, hatten auch nachdenkliche Songs im Repertoire. Imagine von John Lennon passte wunderbar in diese feierliche Adventsstimmung. John Lennon is always a good song. Ja, das ist ein guter Song, aber nicht nur an Weihnachten. Das ist ein Lied, da kann man auch über sich selbst nachdenken und niemals vergessen, dass wir uns eine bessere Welt als die jetzige vorstellen können. Appassionante kann also auch nachdenklich. Sie haben alle drei eine klassische Musikausbildung und sie sind wahre Engel der Lüfte, denn ihre ersten großen Erfolge verzeichneten sie ganz oben über den Wolken als musikalische Begleitung einer Fluglinie. Eine gute Ergänzung zu den vibrierenden Stimmen der Damen war der Tenor Hubert Schmid, der früher bei den drei jungen Tenören sang. Er lieferte ein Weihnachtspotpourri, das ein wenig musikalisch an Sonne und Strand angelehnt war. Christian Friedrich, unser Brandenburger Tenor, hatte das musikalische Fest eröffnet. Schon vor 2 Wochen hatte er ja im Pauli-Kloster mit seinen Konzerten überzeugt. Er sang den wunderschönen Klassiker Bridge Over Troubled Water von Simon & Garfunkel. Und weihnachtlich ums Herz wurde es dann, als er mit seiner großartigen Stimme Stille Nacht oder hier Englisch Oh Holy Night intonierte. Die starkste Melodien aber waren zweifelsohne Appassionante, die sich auch sichtlich im Pauli-Kloster wohlfühlten. Drei Damen, immer zusammen, bleibt da überhaupt noch Zeit für Männer? Oh, it's a secret. Das bleibt ein Geheimnis. In unserer Freizeit sind wir schon auf der Suche, sagt Giorgia. Aber Stefania meint, mir reichen meine Katzen, ich brauche keinen Mann. Und Giorgia hat dann auch noch 2 Katzen und Mara eine. Yes. Yeah, yeah, yeah. Only 3. One. Oh, 3. Oh my God. Only 1.
Gibt es denn gar keinen Streit, wollten wir wissen, wegen den Männern? Actually not, no, really, because we have different. Das verneinen die Grazien, denn so die Begründung, wir haben kein Problem, da wir einen unterschiedlichen Geschmack haben. Und dann fragt doch Mara tatsächlich noch den Reporter, ob der verheiratet sei, und er bejaht. Und Mara findet es schade. Sind doch wirklich nette, bezaubernde Damen. Großartig dann auch noch ihre Interpretation von Schuberts Ave Maria. Bevor es dann zum Finale kam und Moderator und Veranstalter André Eckert noch einmal alle auf der Bühne versammelte. Ecki hatte eine Traumveranstaltung hingelegt, sicher sein bisher stimmungsvollstes Melodien zur Weihnacht. Und mit Appassionante hatte er den richtigen Riecher gehabt. Es war ein Engelstraum mit den drei Hübschen. Merry Christmas! Schöne und frohe Weihnachten wünschen wir allen Deutschen. Und das hier ist so eine schöne Stadt mit toller Kirche, eine fantastische Location. Ja, frohe Weihnachten auch den drei Mädels. Und das Ganze ruft tatsächlich nach einer Wiederholung in unserem Brandenburgo, wie sie unsere Stadt so herrlich schön aussprechen. Ciao Brandenburgo, we love you. Und das Schönste ist für alle, die es noch einmal erleben wollen oder es sogar verpasst haben, das Weihnachtskonzert Melodien zur Weihnacht kommt bei uns im SKB in voller Länge an den Weihnachtsfeiertagen Heiligabend und ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag strahlen wir es in kompletter Länge aus.